Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Es ist wieder Wochenende, das heißt, es geht weiter. So, und wir stehen gerade in England, wo wir jetzt hier erstmal fix das Geld einsammeln, natürlich die Weide abäppeln, wie immer. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen weiter gezüchtet. Die gute Nachricht, ich habe einen weiteren Tier, drei englischen Vollblüter. Die schlechte ist ein Hengst. Und Hengst und Hengst züchtet sich schlecht. Das wäre ungünstig. Gibt es das eigentlich auch? Gibt es Homosexualität unter Tieren? Weiß ich nicht. Das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich interessant. Ich glaube, das gucke ich mal. So, mysteriöse Geschenke sind wieder eingetrudelt. Einige. Zweimal blaues Futter, eine Perle, fünfmal Mais und 1650 Münzen. Dankeschön. Oh, und ich war ein fleißiger Stallbursche und ihr habt wieder mit meinen Pferden gezüchtet. Ich hoffe, ihr habt die Fohlen bekommen, die ihr euch gewünscht habt. Ihr habt mich besucht. Oh, ich habe schon wieder eine Tagesbelohnung vergessen. Ihr habt meine Pferde gestreichelt und mir wurde geholfen von Unbekannt. Die neue Jagdrennsaison endet, ja, das neue Spiel. Ach so, hier, das muss ich noch wegmachen, ne? Ja. So, okay. Warte mal, haben wir noch Kirschkuchen und das andere? Ne, Kirschkuchen haben wir nicht mehr genug für Wind. Aber die sollten wir eigentlich noch haben, diese Honigkekse. Ja, zwei Packungen haben wir davon noch. Wahrscheinlich auch mehr, aber zwei Packungen Wilduardo nur. Guck mal da. Oh Gott, so knapp. Aber wirklich um Haaresbreite vor Level 13. Ich schau mal kurz hier rein. Vielleicht können wir die beiden für unsere Aufgaben brauchen. So, hier bekommen wir auch wieder zwei von den Smaragden. Oh, das nächste Mal bekommen wir drei Smaragde. Können wir Wizard nehmen. Den brauche ich nämlich gerade eh nicht. Und hier habe ich die Aufgabe. Die ist noch nicht fertig. Die unglaubliche Stute. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die bekomme. Aber ihr seht, mir fehlen nur noch sechs Smaragde, bis ich mir das englische Vollblut T4 freischalten kann. Das ist natürlich echt nice. Aber ihr seht, vom Holsteiner ist noch nicht wirklich viel weggegangen. Das ist eigentlich ja dieser hier. Weil dieses Bild hier müsste dahin und dieses Bild müsste hierhin. Aber das Painthorse ist schon verflixt häufig weggegangen. Und das kann ich auch verstehen, denn das habe ich auf Facebook schon gesehen. Das ist wirklich super hübsch. So, gehen wir nach Deutschland. Warte mal, stopp. Wir gehen nicht nach Deutschland. Ich wollte doch Wind und Duardo wollte ich doch noch zum Trainieren schicken. Das hätte ich jetzt glatt vergessen. Ich wieder. Okay, Kirschkuchen halte ich fest, muss ich nochmal neuen machen. Das können wir ja gleich in Deutschland in Auftrag geben. Da geht es ja jetzt sowieso als nächstes hin. Gut. So, oh, erstmal wieder abäppeln. Also ganz ehrlich, wenn du so eine Weide vorfindest, wenn du in den Stall kommst, dann willst du doch direkt schon wieder auf dem Absatz umdrehen. Bei uns ist das so, jeder muss immer abäppeln, der sein Pferd. Also wir haben ja Einzelweiden. Bei uns, wir haben ja, also in Offenstallhaltung ist es ja so, dass alle beieinander stehen, die sich vertragen. Da kommen ja nur diejenigen nicht zusammen, die wirklich ein Problem mit anderen Pferden haben. Bei uns ist es ganz brenzlig wahrscheinlich, denke ich, weil die Pferde das bei uns einfach nicht gewöhnt sind, mit anderen auf der Weide zu stehen. Deswegen, es gibt nur einige wenige Pferde, die mit anderen auf die Weide kommen. Und da muss eben immer der, der sie runterholt von der Wiese, muss dann auch abäppeln, damit es ordentlich bleibt. Gleiches gilt natürlich dann auch immer für den Paddock, wenn sie da drauf dürfen. Und vier Stück haben wir noch. Und gleiches gilt auch für die Reithalle. Wer in der Reithalle oder auf dem Platz natürlich auch, wer geritten ist und das Pferd hat dann geäppelt, der muss das natürlich dann hinterher wegmachen. So. Finde ich auch eine gute Sache. Hält sich natürlich leider nicht jeder dran. Manche, normalerweise macht man das immer so, wenn das Pferd halt was hinterlassen hat, dann macht man seinen eigenen Krams weg und macht dann eigentlich auch noch direkt, wenn andere Pferde da auch noch hingemacht haben, dann macht man halt so lange, bis das Mistfix voll ist. Ist ja nur freundlich. Es gibt natürlich auch manche, die machen nur ihren eigenen Kram weg. Denke ich mir auch immer, ja, dann lasse ich dann das nächste Mal auch liegen. Und es gibt auch die Leute, die denken, oh ja Gott, mache ich mir die Finger bei schmutzig, machen schon die anderen weg. Das ist auch immer, oh, da kriege ich so einen Hals. Weil ich finde immer, wer reiten will, der muss auch
sich um den Rest außenrum kümmern müssen. Also kümmern können und wollen. Und gut, ob man jetzt nur abäppeln will, das ist so eine Sache. Ich habe da auch nicht immer Bock drauf. Aber man macht es halt, weil es gehört zum guten Ton. Es gehört sich so. Es ist halt der Anstand. Wow, springen auf Gold mit zwei Schleifchen. Bekommt Myrna hier. Nice. Apropos nice und verbessern. Demnächst soll wohl wieder dieses Gelbe-Rose-Event sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das Event, wo man die Fähigkeiten verbessern konnte von seinem Pferd, wenn man nur weit genug gelaufen ist und damit entsprechend viele Diamanten natürlich auch da reingesteckt hat. Aber auf jeden Fall sehr cool. Weil da bin ich schon wieder happy, wenn das wieder reinkommt. So, diesmal habe ich die Tagesaufgabe drin. So. Deauville. Ich glaube, da können wir jetzt mit der Zucht noch nicht weitermachen. Genauso wenig wie hier. Ich habe gestern den Fehler gemacht, dass ich zu spät noch in Star Stable, dass ich zu spät noch in Horsehaven drin war, um die nächste Zucht zu starten. Hab aber vergessen, dass ich ja heute auch noch irgendwann aufnehmen muss. Und ich glaube, jetzt hat sich gerade mein Horsehaven verabschiedet. Das sieht so aus, ja. Das ist jetzt gerade ungünstig. Gut, dann muss ich einen kleinen Cut machen, das Ganze mal eben neu starten und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da geht es auch weiter. Jetzt sind wir in Deauville und sammeln hier erstmal die Äpfelchen ein und ich würde sagen, den Honig auch noch direkt. Schon wieder kein Platz mehr in der Scheune. Ja, das ist schon nervig. Also es ist schon schön, wenn man eine größere Scheune hat. Aber ich bin eigentlich zu geizig dafür. Das ist so schweineteuer, mehr Platz in der Scheune zu schaffen. Das ist mir zu teuer, ganz ehrlich gesagt. Das ist mir ganz ehrlich zu teuer. Weil, ja, im Endeffekt hat dann nur die Faulheit gesiegt. Weil man kann ja auch schon was verkaufen. So viel, was hier alles drin ist, das brauche ich überhaupt nicht alles. Das brauche ich ja nicht alles durchgehend hier drin. Ja. Das ist halt eigentlich Quatsch. Da haben wir wieder, da sind die Pferdeäppel wieder so stark gepresst worden, dass ein Diamant draus wurde. Das ist ja eigentlich Kohle, wird ja zu Diamant. So. Dich können wir auch noch trainieren, ne? Ja. Angel. Level 12 ist Angel jetzt. Und auch schon Tempo noch dazu bekommen. Ist auch kein standardbayerisches Warmblut mehr. Hier bekommen wir jetzt ein paar Münzen. Die Futtermischung, diese Früchtemischung einmal auftischen. 222, das bringt auch recht viel, ne? Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt direkt mal weiter. So, solange wir jetzt hier den Platz nicht definitiv hundertprozentig brauchen, würde ich sagen, behalten wir Misty noch. Denn das englische Vollblut bringt selbst auf dieser Stufe als als T1 bringt es einiges zum Verkaufen. Selbst da. So. Beschleunigen wir einmal. Ich will dich mal ein bisschen schneller hier trainieren. Also ich möchte, dass wir halt auf jeden Fall noch auf den Stand bekommen, dass wir Diamanten kriegen, wenn wir es verkaufen. So. Ja, wie gesagt, das dauert jetzt noch ein bisschen. Warte mal bitte um Hilfe. Guck hier, wir können doch... Dann sparen wir noch mal ein bisschen Zeit. Dann sparen wir sogar mehr, als wir bräuchten. Aber dann können wir noch einen Zuchtversuch starten. Ja, und wie gesagt, es ist halt ein mystisches Pferd, aber es ist schon wieder ein Hengst. Von daher können wir es leider nicht gebrauchen, was extrem ärgerlich ist. Wirklich extrem ärgerlich. So, ihr habt mir gesagt, ich soll die Stute zuerst reinziehen, wenn ich eine Stute will. Was wäre das dann hier? Das wäre dann auch eine Stute. Molly. Ja, komm, 10%. Go for it. Es wäre cool, wenn das nochmal klappen würde. Leider diesmal gar nicht. Wir sind genau auf der anderen Seite und haben ein T1 bekommen, ein weiteres. Ja gut. Wir kommen schon noch an unser Vollblutstütchen. Wow, wir haben schon wieder ein Geschenk bekommen. Hä, wie, wir haben nochmal alle bekommen? Nee. 1800, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall danke an alle die was geschickt haben.
So, dann gehen wir jetzt noch nach Montana und dann könnten wir doch eigentlich noch mal ein Rennen machen. Wir haben schon länger kein Rennen mehr gemacht. So. Zack. Also ich empfehle jetzt auch wirklich, in Hinblick auf dieses gelbe Rosen-Event... Gott, haben wir hier viel Gras rausbekommen gerade. Im Hinblick auf dieses Event, wenn es das wirklich ist, was ich im Kopf habe, dann empfehle ich euch wirklich auch, euch täglich einzuloggen für diese Diamantenbelohnung. Und nicht nur die Diamantenbelohnung, sondern auch die Werbung am besten noch angucken. Dafür bekommt man ja auch nochmal kostenlos Diamanten geschenkt. Denn das ist dann, das geht dann wieder ziemlich in die Diamanten leider. Also hier 17%. Ich habe mit dem Quarter immer noch Pech gehabt, aber ich finde das jetzt nicht so tragisch. Weil das Quarter ist halt, ja, wenn ich es habe, dann habe ich es halt, aber ich brauche das jetzt nicht so super dringend. Deswegen mache ich mir da gar keinen Stress mit. So, und du? Den Kuchen haben wir doch noch. Oh, Alesco ist Level 13 geworden. Leider keine Verbesserung, aber Diamantchens könnten wir wieder bekommen. Und? Wir bekommen gelbes Futter, 8 Stück. Ja gut, dann halt 8 Packen gelbes Futter. Und wir können ihn direkt nochmal füttern. Zack. 174, auch ganz nice. Dafür, dass es nur ein Stück Kuchen war. So, die schicken wir jetzt auch zum Trainieren. So, was haben wir da lange nicht mehr gemacht? Das Nordische habe ich immer gemacht. Ich habe aber irgendwie nochmal Bock auf Japan. Ich weiß nicht warum, ich reite die anderen immer irgendwie sehr ungerne. Levantina müssen wir dann definitiv auch mit weitermachen. Ich weiß es nicht. Brasilien ist irgendwie nicht so ganz meins, obwohl es auch nicht schlecht ist. Das Nordische mag ich sehr gerne. Japan finde ich auch total cool. Und die anderen sind irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Mexiko und Russland, das sind so die... Das sind halt so die ersten, die man bekommt. Australien, ja. Japan ist halt das anspruchsvollste von denen, die nicht diesen Ebenenwechsel drin haben. Und die Ebenenwechselteile sind eigentlich auch sehr cool. Ich bin übrigens mal gespannt, was Ubisoft sich da vielleicht noch einfallen lässt in puncto Stelle, weitere Stelle und auch weitere Rennen. Weil eigentlich ist ja jetzt die Karte schon ziemlich vollgepackt. Das ist jetzt halt so die Frage, wo ich mir überlege, was lassen sie sich noch einfallen? Was könnte noch reinkommen an weiteren Orten und weiteren Rennen? Weil es wäre schade, wenn da gar nichts mehr kommen würde. Aber, kleine Schmankerl, ich hatte jetzt einen Post gesehen, wo sie gefragt hatten, was wir denn so für Mähnenvorstellungen haben auf Facebook. Und wir wissen, wir können ja in diesem Shop, wo wir auch... Ausrüstung für unser Pferd kaufen können, was jetzt keine Werterhöhung bringt, aber halt diesen Deko-Zweck hat. Da ist ja auch diese Mähnen-Sektion, wo immer noch Coming Soon drin steht. Ich weiß nicht was genau, auf jeden Fall, dass es bald kommt. Und ich denke, dass sie da jetzt gerade dran arbeiten, dass sie da jetzt verschiedene Mähnenarten entwickeln. Und dass wir dann auch gar nicht mehr so lange darauf warten müssen. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht... Obwohl, ich weiß es nicht, ob das so cool wäre, wenn es die T4-Mähnen zum Kauf gäbe. Weil dann wären sie nichts Besonderes mehr. Das wäre dann auch wiederum für diejenigen, die sich so ein Pferd teuer erzüchten, wäre das dann auch wieder irgendwie so ein Schlag vor den Kopf, wenn dann auf einmal das Aussehen quasi erkaufbar wäre. Die sind zwar schön und ich hätte sie gerne, ja, aber ich glaube, das wäre gar nicht so toll, wenn man die kaufen könnte. Wie gesagt, es wäre halt für diejenigen, die sich das dann erzüchtet haben, wäre es halt schade. Deswegen wäre ich da, glaube ich, sogar gegen. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird noch in der Zukunft. Kommen wird da ja auf jeden Fall noch was, ansonsten gäbe es ja die Sektion nicht. Die Frage ist halt, wann es kommt. Aber ich glaube, so lange müssen wir uns gar nicht mehr gedulden bis dahin. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mensch, das läuft ja richtig gut hier diesmal. Aber ich will jetzt keine Diamanten ausgeben. Ich mag jetzt gerade keine Diamanten ausgeben, auch wenn es jetzt nicht viel wäre, aber das war ein super Durchgang hier. 2181 Meter haben wir zurückgelegt, damit bin ich sogar auf dem ersten Platz. Nur knapp, aber es ist der erste. Und das ohne Diamanten. Da kann ich diesmal, kann ich mal zufrieden sein, nachdem ich ja so oft fehle dabei.
So, ach ja, eine Aufgabe haben wir abgeschlossen. Ja, wir haben 500 Münzen im Jagdrennen in Russland gesammelt. Das war zwar Japan, aber okay. Mir fällt gerade noch was auf. Ich habe lange nicht mehr bei den Aufgaben geguckt, was da so bei diesen Monatsmissionen drin ist. Diese Mission ist vorbei. Ah, das ist blöd. Ja gut, 500 Münzen wäre jetzt nicht so tragisch gewesen. Zuchtmonat ist abgeschlossen. Momentan ist hier nichts mehr drin. Die Missionen sind beide vorbei. Momentan gibt es hier nichts Neues. Mal schauen, wenn es da was Neues gibt. Ich bin auch gespannt, wann die Aufgaben in den Club reinkommen. Apropos Club. Waren wir schon lange nicht mehr. Ja. Das Spiel will, glaube ich, auch nicht mehr, dass wir in den Club reingehen. Ich will jetzt aber gerne nochmal. Ich will gerne noch jetzt in den Club und die Pferde streicheln. So. Das hast du jetzt davon. Das machen wir jetzt noch. Denn da waren wir wirklich, wirklich, wirklich lange nicht mehr. So. Whit. Verkaufe einen Hengst auf der Ranch in Deauville. Ach ja, klar, haben wir auch abgeschlossen. Den englischen Vollblüter, natürlich. Hey, das ist gar nicht so viel, was wir dafür heute noch machen müssen. Vielleicht mache ich das, um oft noch zwei Ranches besuchen und noch 5 oder 6 grünes Futter verkaufen. Das ist ja schnell gemacht. Hier zieht ein Löwe seine Runden. Eieieiei. Ei, caramba. Wie konnte ich denn hier nochmal... Ach, so war das, ne? Ja. Oh, diese Augen. Voll toll. Hinten stehen noch ein paar... Ach, das ist einfach total süß gemacht mit dem Club. Jetzt bin ich nur gespannt, wie gesagt, wann die Aufgaben noch kommen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn der Club auch noch eine größere... Ja... einen größeren Stellenwert einfach bekommt im Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Mal schauen, wie es da mit der Zucht läuft. Vielleicht haben wir ja morgen Glück. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.